Dann lass es uns mal kurz abfrühstücken. Haho, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Deutschland hat mal wieder gespielt und naja, was soll ich sagen? Man kommt irgendwie nicht in Tritt. Man könnte jetzt meinen, man ist jetzt wieder in WM-Form, aber irgendwie, naja, nicht so richtig, um ehrlich zu sein. Nachdem man souverän durch die WM-Quali-Gruppe gegangen ist, aber gut, da waren halt auch keine guten Gegner dabei, folgten jetzt 4-mal in Folge unentschieden. Gegen Holland, gegen Italien und England kann man das vielleicht noch akzeptieren. Aber wenn du gegen Ungarn nur 1-1 spielst, das ist eigentlich überhaupt nicht akzeptabel. Und naja, ich sag mal so, es ging eigentlich gut los, eigentlich ging es schlecht los, denn in der 6. Minute kriegst du durch Norgi das 1-0 und ich war auf Arbeit und dachte mir so, ach du Heiliger, was passiert hier jetzt schon wieder? Als verlierst du hier gegen Ungarn oder was? Und als dann in der 9. Minute durch Jonas Hofmann das 1-1 fiel, dachte ich mir, ja Gott sei Dank, dann dreht man es jetzt vielleicht doch in die richtige Richtung. Aber nach diesem fulminanten Start passierte danach nicht mehr wirklich viel. Ich kann, wie gesagt, jetzt nicht so viel zu dem Spiel sagen. Ich habe jetzt auch keine Highlights gesehen. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat Ungarn die deutsche Mannschaft richtig hart gefordert, teilweise auch. Und Manuel Neuer musste hin und wieder auch wirklich mal sein ganzes Können beweisen und richtig hart eingreifen, um hier diesen Punkt wenigstens noch zu sichern. Und was bleibt jetzt nach der Hinrunde in der Nations League stehen? 3 Unentschieden, 3-mal 1-1, Platz 2 in der Gruppe, oder Platz 3 besser gesagt in der Gruppe, nur England noch schlechter mit nur 2 Punkten, also irgendwie, weiß nicht, richtig in WM-Form ist man noch nicht. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, es ist halt nur Nations League, bringt halt für Deutschland, wie gesagt, wirklich nicht so viel, weil für die EM24 ist man eh qualifiziert. Und wenn es dann bei der WM läuft, dann freuen sich wieder alle, aber ich weiß nicht, nach 8 Siegen am Stück hast du jetzt 4 Unentschieden in Serie und du kannst dir wirklich noch kein klares Bild machen, wo Deutschland aktuell wirklich steht. Aber die Frage würde ich dann einfach mal an euch weitergeben. Was meint ihr denn? Wo steht Deutschland aktuell denn? Sind wir so, wie es aktuell läuft, schon in WM-Form oder was müsste da noch passieren? Also so wie ich das mitbekommen habe, haben wir jetzt noch genau 3 Spiele. Nämlich am Dienstag nochmal Italien und dann im Oktober nochmal England und Ungarn. Und ich glaube, das war es dann auch mit Vorbereitungsspielen Richtung Weltmeisterschaft. Ich mache dieses Video jetzt zu. Ich gebe die Frage jetzt an euch weiter. Wie immer mitdiskutieren und ansonsten Abo da lassen, Daumen nach oben. Ich will meine 2000 Aufrufe behalten im Durchschnitt. Deswegen helft da bitte fleißig mit, diskutiert bitte fleißig mit. Und ja, das war's dann an dieser Stelle. Wir hören uns zu einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, Haue und tschüss.